willkommen zu einem neuen Video bei eurem Lieblings-YouTuber El Mago. Falls ihr noch nicht in der Magen seid, lasst gerne ein Abo da. Heute mit dem Video: Streamer wird geprankt in einem Livestream. Ich laber nicht lange rein, los geht's in die Geschichte. Lehnt euch natürlich zurück, macht's euch gemütlich. Die Villa ist gut geworden, aber jetzt Beeilung. Wir haben nur noch 20 Minuten, um es zu vollenden. Bin gleich zurück. Hey Mikey, ich bin gerade am... Hey, ich habe ein paar Freunden in der Schule gesagt, ich würde ein paar NFTs machen, aber ich habe keine Ahnung. Hilfst du mir? Tut mir leid, ich muss für das Build auf am Wochenende üben. Wir könnten da $1000 gewinnen. Hast du gesagt, $1000? Hey, brauchst du noch einen Mitspieler? Ja, da ist Minecraft Mikey dabei, ne, wenn es um $1000 geht. Okay, ein Minecraft-Wettbewerb. Sorry, wir sind komplett. Wir mussten sogar Harry, Hannahs Cousin, absagen. Schön. Dann halt nicht. Ich habe Besseres zu tun. Das lässt sich Minecraft Mikey nicht so leicht sagen, glaube ich. Was wollte Mikey? Hatte mal wieder einen genialen Plan. Ich sag immer, er soll den Mund nicht so voll nehmen, aber er hört nicht zu. Wow, Leute, der Boden ist ja schon fertig. Das mit dem Licht finde ich gut, Hannah. Oh, danke. Ich habe Leuchtbeeren dafür benutzt. Oh, wenn ich an Leuchtbeeren denke, kriege ich so einen Hunger. I love Pizza. Ich glaube, der denkt nur an Essen. Soweit sind wir fertig für das Bild auf am Samstag. Bestätigt, wir haben es einfach drauf. Unbesiegbar. Oh, habt ihr das auch gesehen? Was gesehen? Warte, was hat er da? Sieht wie Kuchen aus. Nein, das ist Minecraft Mikey mit Dynamit. Kuchen. Ich hätte es ist Dynamit. So Lust auf Kuchen. 100 pro mit das TNT. Sieht nicht wie ein Kuchen aus. TNT. Sieht aus wie... Nein! Was ist da los? Das war dieser Typ. Den mache ich fertig. Wer war das? Lisha? Jay? Ich weiß nicht. War denn noch jemand eingeladen? Nein. Nö. Ein Nein lässt sich Minecraft Mikey nicht sagen. Ja, der wollte irgendwelche NFTs machen, Leute. Ich glaube, NFTs sind inzwischen schon abgestürzt. Ist auch egal. Wenn man Minecraft Mikey absagt, der wird sich rächen. Das glaube ich nicht. Er hat etwas dagelassen, das sehe ich mir mal an. Was steht da? Ich weiß es nicht. Oh, Geheimschrift, okay. Vielleicht... Hey! Okay, das ist schwierig zu lösen, keine Ahnung. Schätzchen, es gibt Essen. Für heute hast du genug gespielt. Okay, Mom, nur noch eine Minute, ja? Ich muss los. Wir sehen uns in der Schule. Okay. Bis später. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Wir müssen rauskriegen, wer das gemacht hat und dann das Turnier gewinnen. Bis dann! Ich habe Twitch Money gespart und jetzt den Secret Lab Titan Evo Stuhl gekauft. Den wollte ich schon immer haben. Twitch Money? Der macht schon Geld mit Livestream in der Kleine. Respekt! Den wollte ich auch unbedingt haben. Ich bestelle ihn heute Abend. Ich muss noch warten. Ich habe gerade Razer Black Shark Kopfhörer bestellt. Cool. Was ist mit dir, Hannah? Hast du dir auch was Neues geholt? Nein, so viel Kohle habe ich nicht. Oh ja, ich habe vergessen, dass du nicht streamst. Egal. Oh, ey, mach mal hier halblang. Also, ich habe ja vergessen, dass du nicht streamst. Also, du bist keine Streamerin, dann bist du uncool. Hallo, es können nicht alle Leute streamen, ja? Alle Leute brauchen auch Zuschauer. Wie soll denn das gehen? Also, das ist schwierig. Du kannst dir ja die neue Grafikkarte holen, wenn wir das Turnier gewinnen. Genau. Das stimmt. Ich muss mal schnell zur Toilette. Oh. Okay, sie hat schnell Ablenkungsmanöver. Ich glaube, das war ihr gerade unangenehm, das Gespräch. Auf jeden Fall, wie cool ist das denn? In Amerika gibt es so irgendwelche Minecraft-Turniere und so. Sie tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn meine Eltern sich scheiden lassen würden. Oh. Jaden, wir stehen voll auf deinem Twitch-Stream. Können wir ein Selfie mit dir machen? Ja, klar. Oh, Jaden hat sogar Zuschauer hier, wird in der Schule erkannt. Schau. Er denkt, dass er eine große Nummer ist. Lass ihn. Ja. Du bist nur neidisch, dass er beliebter ist als du. Ja, klar. Mikey, das ist eindeutig gerade Neid, was du hier machst. Gönn ihm einfach. Sicher, ich bin nie neidisch. Übrigens, Jaden, hast du die Nachricht entschlüsselt? Welche Nachricht? Ja. Oh. Und ich dachte, ihr seid Minecraft-Experten. Anscheinend doch nicht. Was ist ein... Decipher. Es ist wie ein Code knacken oder ein Puzzle lösen.
Puzzles machen mir Kopfschmerzen und machen mich hungrig. Warte. Natürlich war das Mikey mit dem Code und mit dem TNT. Warte mal, war das Kauderwelsch da drauf? Könnte eine geheime Botschaft sein. Ich glaube, du hast recht. Mhm. Warum wüsste Mikey das? Glaubst du das Mikey? Was? Ich bin ganz durcheinander. Sie glaubt, dass Mikey gestern die Villa gesprengt hat. Das macht Sinn. Er war sauer, als du ihm nicht geholfen hast. Ja. Frag ihn, ob er es war. Und er hat gerade gesagt, könnte die Botschaft entschlüsseln. Warum sollte er das sonst fragen? Du kennst doch Mikey. Er würde es nie zugeben. Wir sollten die Nachricht erstmal entschlüsseln. Ich verstehe nicht. Sieht wie eine Menge Hieroglyphen aus. Lass mal sehen. Weißt du, was es bedeutet? Ja, es ist das Standard-Galactic-Alphabet. Das nehmen sie für Enchantment-Tables. Ich kann es übersetzen. Ich dachte, das sind nur irgendwelche Symbole. Die bedeuten wirklich was? Ja, Sekunde mal. Da steht, oh, du sollst den Mund nicht so voll nehmen. Ist das nicht das, was du Mikey immer sagst, bevor er was anstellt, Jay? Ja, stimmt. Dann war er es ja wohl. Ja. Los, sag ihm, dass er uns in Ruhe lassen soll. Weißt du, wo er ist? Vor allem das ganze Haus ist zerstört. Die saßen da ja richtig lange dran. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er in seinem Zimmer am Computer. Oh oh, du weißt, was das heißt? Dass er Hausaufgaben macht und uns in Ruhe lässt. Das bedeutet, dass wir aufpassen müssen, dass er uns nicht in die Quere kommt. Ich sehe hier keinen anderen. Aber können die den Server nicht irgendwie sperren oder so, dass da keine Fremden draufkommen? Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Sonst könnte ja jeder x-beliebige darauf. Vielleicht hat es nur einmal gemacht. Weil vielleicht ist Mikey auch ein kleiner Hacker und weiß es trotzdem, wie das geht. Lasst uns weiter zocken. Gut gemacht, Leute. So schnell haben wir noch nie zuvor ein Baumhaus gebaut. Ich gebe euch 2 Minuten, dann ist das Ding kaputt. Hört das noch jemand von euch? Ich glaube, das kam aus dem Raum, den du gemacht hast. Creeper. Oh nein, das ist er! Ich muss mich hier mit ein paar Creepers rumschlagen. Schnell, tipp den Command, sie zu killen. Das ist /kill @etype=creeper. Stopp. Er macht ein Zeichen an die Wand. Da steht, wenn du das abmachst, mach ich dich platt. Warum macht Mikey das? Keine Ahnung. Aber ich werde es herausfinden. Ja, jetzt muss Mikey mal zur Sprache gestellt werden. Mom, Mikey hat sich eingeloggt und er schickt uns Minecraft-Creepers und... Okay, ganz langsam. Die Mutter. Was? Mikey hat sich eingeloggt und schickt euch Creeper und jetzt? Ich verstehe hier nur Bahnhof. Mikey sabotiert unsere Chance, das Bild aufs Semifinale zu gewinnen. Mom, sag ihm bitte einfach, dass er uns in Ruhe lassen soll. Worüber redet ihr? Oh, er kommt gerade von draußen, also er kann gar nicht am Computer gewesen sein. Ich weiß, dass du derjenige bist, der unser Build-Off sabotiert. Aber weißt du was? Er wird es natürlich jetzt abstreiten, aber irgendwie, glaube ich, ist da mehr dahinter. Vielleicht ist es doch irgendwie jemand anders. Was im Dunkeln passiert, kommt stets ans Licht. Hast du es immer noch nicht begriffen, du Genie? Warum sollte ich mich mit dir und deinen Freunden anlegen? Die Geheimbotschaft, die du uns im Spiel hinterlassen hast. Wer sonst sollte so etwas machen? Sag. Sag die Wahrheit, Mikey. Mhm. Alles klar, na schön. Ich gebe zu, ich wusste davon. Naja, aber nicht, weil ich es gewesen bin, sondern weil ich euren Twitch-Stream schaue. Echt jetzt? Ah, okay, er hat den Twitch-Stream geschaut und daher weiß er das. Deswegen hat er auch in der Schule gefragt, konntet ihr die Geheimbotschaft lösen? Weil er den Stream geschaut hat, weil die Streamer die ganze Zeit beim Spielen. Aber er ist es nicht gewesen. Aber wer könnte das denn sonst gewesen sein? Wir haben ja sonst noch kaum Charaktere hier. Okay, kriegen wir auf jeden Fall noch raus. Es hat natürlich jetzt Mikey ordentlich Überwindung gekostet, ne? Dass er so den Stream geguckt hat, dass er heimlich ein Zuschauer ist. Ja. Dadurch werde ich besser bei Minecraft. Deshalb wusste ich, dass jemand eure Villa zerstört hat und die Geheimbotschaft dagelassen. Das sagst du doch nur, damit du keinen Stress mit Mom kriegst. Ich weiß, dass du das Baumhaus zerstört hast mit den ganzen Creepers eben gerade. Die waren nicht von mir. Ich war draußen mit den Hausaufgaben. Ja, er sagt ausnahmsweise die Wahrheit. Ich sagte, er muss sie vorm Essen machen. Vielleicht hat er sie
mit dem Tablet gemacht oder dem Notebook. Nein, das konnte er nicht. Seit ich ihn mit den NFTs erwischt habe, die so schlecht für die Umwelt sind... Habe ich nicht gewusst. ...habe ich es ihm abgenommen. Es ist hier drin. Also konnte er nicht Minecraft spielen, seit du aus der Schule zurückgekommen bist. Ich versteh's nicht. Wenn du es nicht warst, wer war's denn dann? Hm. Und weißt du, ich könnte dir dabei helfen. Schau, seit ich mehr über Minecraft weiß, kann ich dir im Spiel helfen. Man braucht einen Spion, um einen Spion zu ertappen. Das würdest du machen für mich? Hey, niemand, und ich meine niemand, legt sich mit meinem kleinen Bruder an. Außer mir natürlich. Na, sag das nicht so laut, Mikey. Also, ich glaube, Mikey hat es auch faustdick hinter den Ohren. Freunde, mal ganz kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen in diesem Video raus an Isabella, an Alperin und an Saarstein. Wenn du im nächsten Video auch gegrüßt werden willst, folg mir einfach auf Instagram und schreib mir eine DM. Und mit etwas Glück werdet ihr auch gegrüßt. Das muss ich meinen Freunden erzählen. Hey, stopp nicht so voreilig. Wir können noch niemanden ausschließen. Vertrau mir, ich habe einen Plan. Okay. Wie wollen die den jetzt erwischen? Meine Freunde locken sich gerade ein. Okay, gut. Vergiss nicht, was wir ausgemacht haben. Hab's kapiert. Denk an den Zaubertrank. Hab's kapiert. Welchen Zaubertrank? Hey Vince, ich... versuche... nur ausreichend zu trinken. Okay? Ich nenn's Zauber. Ah, warte mal. Ich hab ne Idee. Oh nein, vielleicht ist das Mädchen aus dem Stream. Weil sie nicht möchte irgendwie, dass sie das Geld teilen muss. Sie nimmt noch mal Teil alleine irgendwie und will die 1000 Euro für sich alleine behalten. Weil jetzt müssten die es ja durch 4 teilen, das Preisgeld. Und da sie halt die Eltern sich gerade trennen und sie finanzielle Sorgen hat, könnte sie das vielleicht gewesen sein. Oh mein Gott, ich hab's im Gefühl, dass sie das ist. Und weil sie das Preisgeld alleine haben will. Zaubertrank ist ein Minecraft-Insider. Oh! Alles klar, sehr lustig. Voll die Männerstimme, der kleine Junge. Sieht aus, als ob alle da sind. Ich bin schon drin. Bin am Start. Ich auch. Loggt euch alle auf dem Discord ein, um die Urteile mitzukriegen. Also, was war mit Mikey? Er hat nichts zugegeben und meine Mama hat ihn verteidigt. Ich glaube, er ist drüben und spielt Minecraft. Wenn ich seinen Avatar sehe... Hallo Leute, willkommen im Stream. Ich bin hier mit meinen Freunden Alicia, Hannah und Vince. Sagt Hallo Leute. Was geht ab? Hi. Ich glaube, sie ist das. Ich glaube, Alicia ist das. Ich glaube... Sie hat hier auch einen Creeper liegen, Leute. Ich glaube, sie ist das. Was ist eure Vermutung? Schreibt es mir in die Kommentare. Hi an alle im Stream. Falls ihr neulich nicht dabei wart, meine Freunde und ich wollen beim Semifinale beim diesjährigen Build-Off mitmachen. Wir versuchen, die 1000 Dollar zu gewinnen, die wir dann aufteilen. Aber jemand, der nicht will, dass wir gewinnen, hat uns ausgetrickst. Ich hasse ja niemanden, aber dieser Troll bringt mich an die Grenze. Ich glaube, die Jury ist online. Wir können loslegen, Leute. Hallo, Leute. Willkommen bei den Semis. JavaScript Jadens Team tritt gegen Harry Berrys Team an. Minecraft Mikey und JavaScript Jaden. Ja, okay. Und jetzt ist der Wettbewerb auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt. Jemand sollte ihm unbedingt von dem Troll erzählen. Geht nicht. Er hat alle gemutet. Ich gebe ein Thema vor. Und euer Team hat 30 Minuten, alles zu craften, was okay in der Zeit möglich ist. Und danach werden wir entscheiden, welches Team nächste Woche im Finale antritt. Okay. Gebt euer Siegerlächeln. Die haben 30 Minuten Zeit, nach der Vorgabe zu bauen und müssen sich natürlich alles dann craften und holen und der mit dem besten Ergebnis kommt ins Finale. Das ist also jetzt quasi das Halbfinale. Sieht aus, als ob die Teams versammelt und startklar sind. Das Thema heute lautet Kunstmuseum. Die Idee ist mal was ganz anderes zu craften. Etwas mit Knalleffekt. Oh nein, ich war noch nie in einem Museum. Um einen Überraschungsmoment einzubauen. Wir schauen nicht zu, also befolgt die Regeln. Okay, 3, 2, 1. Okay, also Kunstmuseum mit einem Überraschungseffekt. Okay, was auch immer das sein kann. Das ist, man kann da viel reininterpretieren. Los. Los geht's. Alles klar, Leute. Ah, das mag ich gar nicht. Ich hasse das Knacken. Lasst uns loslegen. Okay. Okay, 28 Minuten später, jetzt haben die... Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, das sieht cool aus. Hier rechts haben wir die Gemälde. Übrig, vielleicht hat Mikey sich doch ausgehalten.
Hey, wer hat diesen Raum in die Ecke getan? Welchen Raum in der Ecke? Das sieht so cool aus. Was hast du reingetan? Den habe ich nicht gemacht. Fun Room? Oh nein, Leute! Was? Was ist passiert? Ich bin auf einer Pressure Plate und ich höre etwas zischen. Oh nein, oh, schon wieder TNT. Also wenn er von der Plate runtergeht, geht das entweder in die Luft oder es ist jetzt ein Countdown. Ich glaube es... Ja. Nein! Oh, ich schau durch ein Loch in der Wand, da ist er wieder. Ja, wir haben dich, Mikey. Zieh dich warm an. Alles klar, Leute. Die 30 Minuten sind um. Zeit, zurück in die Lobbys zu gehen. Er hat bis zuletzt gewartet, uns auszutricksen. Ja. Zuallererst haben wir JavaScript Jaden und sein Team mit ihrer Version. Sag, dass Mikey das gemacht hat und nicht wir. Sie haben uns alle gemutet, vergessen? Ja. Wir können nichts machen. Oh, das sieht ja schlimm aus. Ja, ein zerbombtes Kunstmuseum. Da ist ein Riesenloch im Dach. Da ist wohl was schiefgelaufen. Wir sind im Eimer. Moment mal, schaut mal aus diesem Winkel. Sieht ein bisschen wie ein Skylight aus. Ich meine, sie sollten einen Knalleffekt einbauen. Tatsächlich liebe ich es. Es ist so kreativ. Ja, also wenn ich drüber nachdenke, funktioniert es. Was, die mögen das, dass das aufgesprengt ist, das Dach? Das sieht doch total beknackt aus. Greift auf, was ich sagte. Jaden. Ich bin gleich zurück. Achtung, ich bin gleich zurück. Yo. Hier kannst du sehen, wer es gewesen ist. Wer? Auf keinen Fall. Hey, wir wissen, was du gemacht hast. Hey. Guck, ich wusste es. Ich hab's gesagt, Leute. Ich brauche das gar nicht mehr gucken. Okay, wir wissen es natürlich nicht, ob sie es ist, aber laut Minecraft-Mikeys Spionagetätigkeiten konnte er ausfindig machen. Also er hat es wahrscheinlich irgendwie beobachtet, was jeder gemacht hat. Und er konnte irgendwie beobachten oder über die irgendwie ihre IP-Adresse oder konnte auf jeden Fall sehen, dass sie das war. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Hey Leute, was ist denn passiert? Wir wissen, dass du es warst, die das Ganze sabotiert hat. Nein, das war doch Mikey. Mikey hat den Zaubertrank benutzt, um unsichtbar zu sein. Oh, sie hat schon gerade gesagt, Mist, hat man ja in ihren Lippen gesehen. Er hat einen Screenshot gemacht, er hat dich entlarvt. Ich wusste, dass sie das ist. Warum bloß hast du das getan, Hannah? Sie wollen die 1000 Euro alleine ich haben. Ich hab's getan. Mein Vater hat uns nichts hinterlassen und wir konnten die Miete nicht zahlen. Ich bin durcheinander, Hannah. Wie bringt es dir Geld, wenn wir verlieren? Wolltest du nicht, dass wir gewinnen? Wir sind gestern gegen meinen Cousin angetreten. Wir haben abgemacht, dass wenn ich ihm helfe, sie meiner Mom das ganze Geld geben und wir hätten nicht durch vier teilen müssen. Ja. Harry Barry ist dein Cousin? Wow, ich glaube nicht, dass du das getan hast. Okay, ihr Cousin ist ein Gegner von denen. Ja, okay. Und ich hab's genau richtig analysiert. Wir haben uns so reingehängt. Ja. Und du hast uns die ganze Zeit belogen. Das ist ein Vertrauensbruch. Es tut mir leid, okay? Ich habe keine Twitch-Streams wie ihr. Ich konnte nicht mal die Grafikkarte kaufen, nur... Ich hätte alles meiner Mom gegeben, ich schwör's, aber bitte hasst mich nicht. Wir hassen dich nicht. Wir sind nur sauer auf dich. Du hast es Mikey in die Schuhe geschoben. Ich sag's ja immer, was im Dunkeln liegt, oh, das wird ans Licht kommen. Aber du musst das anscheinend noch lernen. Gott sei Dank haben wir gestern trotzdem gewonnen und wir kommen ins Finale ohne dich. Du bist nicht mehr im Team, Hannah. Das ist natürlich auch klar, also dass man da jetzt, also dass man sie aus dem Team wirft, das ist ja auch wohl klar. Weil also das ist natürlich krass, was sie gemacht hat. Das ist ein sehr heftiger Vertrauensbruch und ja. Das macht man nicht. Auch wenn es ihr nicht gut geht, dann kann man mit denen reden oder so und sagen, hey, meiner Familie geht schlecht. So können wir nicht das Preisgeld irgendwie einer Familie oder die sagen das von alleine oder so, aber sowas hinter, also wirklich hintenrum da irgendwelche TNT-Fallen aufzubauen, das ist halt, ja. Wir haben nur noch ein paar Minuten und wir müssen das letzte Stockwerk noch bauen. Was machen wir? Ich weiß, wer uns vielleicht helfen kann.
Wer? Hannah. Oder Mikey. Hi, Leute. Mikey? Wollte ich gerade sagen, Minecraft Mikey ist mit drin. Ich wollte gerade sagen, zu viert ist man auf jeden Fall schneller als zu dritt, ne? Ich dachte, er ist schlecht bei Minecraft. Schlecht? Ich zeig's euch. Er hat geübt. Mikey, hilf uns, den oberen Stock zu bauen. Wir haben es fast geschafft. Alles klar, hab ich. Hey Leute, ihr gebt mir doch was ab vom Geld, wenn wir gewinnen. Du kannst das haben, was Hannah bekommen hätte. Oh ja. Ein Viertel. Sorry. Also $1,000 war Preisgeld, also für jeden $250. Ich habe nicht gewonnen, Mom. Ich wollte dir unbedingt helfen, Mom, aber... Und außerdem hassen meine Freunde mich jetzt. Oh, warum sollten sie das? Was hast du getan? Ach, Schätzchen. Ist schon okay. Du hast nur versucht zu helfen. Dafür liebe ich dich. Was macht ihr denn hier? Hm? Wir haben es besprochen und wir haben zusammen entschieden, was wir mit dem Geld machen. Oh nein, die wollen es ihr geben. Habe ich auch gerade vorhergesehen. Ey Leute, ich habe das Video noch nicht gesehen. Und die haben sich jetzt einfach zusammen entschlossen, ihr das zu geben, der Familie. So, weil, so, aber das hätten die irgendwie schon früher irgendwie, keine Ahnung, besprechen können. Oder sie macht es irgendwie auf ehrliche Weise. Aber so dieses hinrum die Sachen kaputt zu machen, das ist halt, geht halt einfach nicht. Guck mal, sie hat doch gute Freunde, die Mikey sind doch lieb. Mikey war nicht so glücklich drüber, aber wir haben ihn überstimmt. Wovon redet ihr? Check deine Mails. Die haben gewonnen. Oh mein Gott. You received einfach PayPal-Überweisung, $1,000. What? Schau, sie haben mir das ganze Geld geschickt. Wir können die Miete Nein. sein. Oh, danke schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Warum macht ihr das nach dem, was ich getan habe? Ich weiß, du brauchst das Geld dringender als wir alle. Und als ich drüber nachgedacht habe, verstand ich, warum du unsere Gewinnchancen sabotiert hast. Du hast das Falsche getan, aber aus guten Gründen. Ja, du hast das ist gut gesagt. Du hast das Falsche getan, aber aus guten Gründen. Richtig. Das ist gut zusammengefasst, ja? Und es ist nicht nur das Geld. Ja. Wir haben uns entschlossen, dir die neue Grafikkarte zu kaufen, damit du auch streamen kannst. Wir können gemeinsam online sein. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Also, hasst ihr mich nicht mehr? Solange du uns versprichst, uns nicht mehr anzulügen. Ich schwöre, das mache ich nie mehr. Also, wann wollt ihr online gehen? Wie wär's mit gleich? Ich habe alles mit. Natürlich. Im Moment kann ich nicht, aber ich komme später dazu. Ich mache euch mal was zu essen und wir haben auch noch Kuchen. Na, da kommt er wieder, da kommt er zurück. Wollen wir wetten? Also Kuchen lässt er sich nicht zweimal sagen. Haben Sie gerade Kuchen? Dann bleibe ich. Leute, das war's mit dem heutigen Video. Sehr coole Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Lasst gerne auch ein Abo da. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier ist mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Ich sag vielen Dank fürs Anschauen. Bis morgen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, bei Elmago gibt's jeden Tag neue Videos, neue Shorts. Auch mein zweiter Kanal, Elmagi, gerne abchecken. Und ja, ciao, ciao.